Das Erbe dieser Steppenbewohner wird vom Derwischorden der Bektaschi weitergeführt. Die Ordensgemeinschaft, die eher im Verborgenen wirkt, zählt sich zur Glaubensrichtung der Aleviten, der 20% der türkischen Bevölkerung angehören. Rund 15 Millionen Menschen. Sie verehrten Ali, den Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed. Sie beten nicht in Moscheen, sondern treffen sich in sogenannten Kulthäusern, den Cem-Evi. Neben dem Koran respektieren sie auch die Bibel, sowie das Buch der Psalmen und die Tora der Juden als heilige Schriften. Geleitet werden die Aleviten von einem Sayyid, einem direkten Nachfahren Mohammeds. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Praktiken ist der Semach-Tanz, der die Bewegungen der Planeten symbolisiert. Der Semach ist ein religiöser Tanz, bei dem sich die Grenze zwischen Himmel und Erde auflöst, die Grenze zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen, zwischen Mann und Frau. Sie beschreiben dieses Ritual als Symbol der Gleichheit von Himmel und Erde, aber auch von Mann und Frau. Ist das so bei den Aleviten, den Bektaschi? Im Glauben der Bektaschi gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Sie sind gleichberechtigt. Natürlich haben Mann und Frau in der Gesellschaft und in der Familie verschiedene Aufgaben. Man lebt in einer Gemeinschaft. Aber die Frauen müssen sich nicht unterordnen und werden nirgends ausgeschlossen. Es ist sicher nicht übertrieben, wenn ich sage, dass der Orden unter seinem Begründer Haji Bektash als erstes Beispiel weltweit für ein gelungenes Zusammenleben, für eine funktionierende soziale Gemeinschaft angesehen werden kann. Jeder Einzelne verbrauchte nur so viel wie unbedingt nötig. Den Rest überließ er der Gemeinschaft, den anderen Mitgliedern des Bektaschi-Ordens und allen Menschen, die in Not waren. Ihrem Glauben nach gibt es kein individuelles Wohl, sondern nur das Gemeinwohl. Und das schließt nicht nur die Menschen ein, sondern sämtliche Lebewesen dieser Erde. Die Bektaschi respektieren alles Leben. Nichts wird ohne Notwendigkeit getötet. Kein Baum wird ohne Erlaubnis gefällt. Und wenn ein Baum gefällt wird, pflanzt man an seiner Stelle einen neuen. Was wollen Sie mit Ihren Tänzen ausdrücken? Was bedeuten die Semach? Sie versetzen uns in einen Zustand, in dem wir dem Schöpfer nahe kommen. Dabei hilft uns der Kranich, der in unseren Liedern, den Deish, besungen wird. Viele Tanzbewegungen erinnern an das Flügelschlagen des Kranichs. Und es gibt einen Dreierschritt, der den Schöpfer, Mohammed und Ali repräsentiert. Auf unserer Suche nach Gott ist Mohammed unser Führer.